Es gibt jetzt so eine Art kleinen Bruch, weil wir uns nun einer ganz anderen Branche widmen und auch die Perspektive vielleicht ändern. Christian Krähling wird uns heute über seine Erfahrungen berichten, die er im Kampf gegen die Deregulierungspolitik eines globalen Logistikkonzerns, fängt mit A an und hört mit N auf, gemacht hat. Dabei werden wir es mit existenziellen Fragen der Lohn-, Befristungs- und Mitbestimmungspolitik zu tun bekommen. Ich freue mich sehr, dass Sie den weiten Weg auf sich genommen haben. Christian Krähling ist Verdi-Vertrauensleute-Sprecher bei, jetzt muss ich doch sagen, Amazon, und in der Zentrale in Bad Hersfeld tätig und dort seit Jahren in der Betriebspolitik aktiv. Freue mich sehr über Ihr Kommen. Ganz herzlich willkommen, Christian Krähling. Ja, also ich bedanke mich für die Einladung, muss aber gleich erstmal eine kleine Korrektur machen. Wir sind nicht der weltgrößte oder ein großer Logistikkonzern, wir sind der weltgrößte Online-Händler. Also spielt für unsere Auseinandersetzung eine wichtige Rolle. Ich möchte mich nur noch mal kurz vorstellen. Also mein Name ist Christian Krähling, wurde ja schon gesagt. Ich arbeite jetzt seit über 5 Jahren bei Amazon in Bad Hersfeld in einem der großen Lager. Und habe da angefangen in der Einlagerung. Also wir haben 4 oder 5 große Abteilungen. Dazu sage ich gleich nochmal was. Ich habe in der Wareneinlagerung angefangen und bin mittlerweile als Qualitätsprüfer in der Qualitätsabteilung. Zu Amazon ist zu sagen, wir haben 8 große Standorte, also 8 große Lager hier in Deutschland oder an 8 Standorten mit insgesamt 10 großen Lagern mittlerweile. Amazon hat einen Umsatz von 7 bis 8 Milliarden Euro hier in Deutschland. Genau, und die Arbeiten, die da verrichtet sind unter anderem also einlagern, Waren empfangen, also aus dem LKW rausnehmen. Wir haben da unsere eigene Sprache für, also das heißt Receive, das heißt wir entladen die LKWs und buchen die Ware ins System ein. Dann Stone, das wäre die Einlagerung, also man lagert das in die Regale ein. Dann kommen Bestellungen ins System, dann werden die Waren gepickt, also kommissioniert und dann eben in die Amazon-Kartons verpackt, das ist das Packen. Zusätzlich haben wir bei uns am Standort noch eine Retourenabteilung, wo eben Waren, also zurückgesendete Waren entgegengenommen werden und bewertet werden und wieder ins System eingebucht werden. Also das sind so die Tätigkeiten. Und das Ganze muss man sich vorstellen, die Arbeit findet statt in riesigen Hallen, also über mehrere Fußballfelder und darin sind sogenannte Picktower eingebaut, also Regalsysteme, begehbare Regalsysteme bis unter die Decke. Die sind eben voll mit Waren, also mehrere, also über 10 Millionen Artikel können wir unterbringen. Und man muss dazu sagen, wenn Amazon sich entscheidet, einen Standort irgendwo aufzumachen oder der Standort wird eben so gewählt, dass man in strukturschwache Regionen geht, wo ein relativ niedriges Lohnniveau herrscht und gleichzeitig eben eine gute Anbindung an das Logistiknetzwerk, also an Autobahnen und auch in der Nähe von einem Flughafen ist. Pro Standort arbeiten ungefähr so 2.000 bis 4.000 Leute. Das kann zu Saisonzeiten auch auf, also wir waren auch schon mal 8.000 Leute. Ja, genau, das sind so die Rahmeninformationen, die man zu Amazon braucht. Genau, und ich will jetzt mal ein bisschen was zu den Arbeitsbedingungen sagen, die ich da so vorgefunden habe, als ich 2009 bei Amazon angefangen habe. Also als ich da angefangen habe, haben schon die schon länger da beschäftigt waren, die Leute sich alle darüber beschwert, dass es schon seit längerem keine Lohnerhöhung gab. Also wir hatten in der Tat ungefähr 6 Jahre lang keine Lohnerhöhung, der Einstiegslohn lag damals bei 8,50 Euro, das war auch Jahre davor und auch noch teilweise danach immer noch. Wobei man sagen muss, nach einem Jahr bekommt man 1 Euro mehr, also 9,50 Euro, was damals immer noch Niedriglohn war. Dann hatten wir ein riesiges Problem mit Befristungen. Also wir hatten in der normalen Zeit waren 60% der Belegschaft nur befristet eingestellt und in den Saisonzeiten waren es 80% der Beschäftigten, die befristet waren. Also ich selber habe auch nur befristet angefangen. Also da bekommt jeder erstmal nur einen befristeten Vertrag. Das war zu meiner Zeit, hat man da anfangs erstmal auch nur über 3 Monate einen Vertrag bekommen und der wurde immer eben verlängert oder eben nicht, in vielen Fällen auch. Bis man eben die 2 Jahre voll hatte oder bis man die 3 Befristungen hatte und dann hieß es entweder weg oder man bekommt halt einen unbefristeten Vertrag, was in den wenigsten Fällen damals passiert ist.
Worüber noch viel geklagt wurde, war Leistungsdruck. Also wir haben ja keine Akkordverträge, sondern wir haben normale Arbeitsverträge mit einem normalen Monatslohn. Es wird aber von jedem verlangt, eine bestimmte Zahl an zu bearbeitenden Waren in der Stunde zu schaffen. Also das wird jetzt nicht irgendwie, dass man da droht mit Kündigung oder so, sondern das lief damals eben über die Befristung, also dass man gesagt hat, wenn du verlängert werden willst, dann musst du eben auch auf deine Zahlen kommen, dann musst du auch die Leistung bringen. Genau, und so lief das. Und man hat im Grunde verlangt, also die Zahlen, also die sind so zustande gekommen, man hat den Abteilungsdurchschnitt genommen und hat dann von dem Einzelnen verlangt, du musst drüber liegen. Was, wenn man sich das mathematisch ausrechnet, also kann man sich ausrechnen, wo man da landet, dass das gar nicht möglich ist faktisch, dass jeder über dem Schnitt ist. Genau, und da gab es eben, also wenn man eben drunter lag, hat man ein nettes Feedback-Gespräch bekommen. Das war dann nie, dass man gesagt bekommen hat, du musst schneller werden, sondern es war mehr unterschwellig, dass man gesagt, also es ist ja bis heute noch so, dass man gesagt bekommt, ist alles in Ordnung bei dir? Können wir dir irgendwie helfen? Können wir dich irgendwie unterstützen, dass deine Zahlen besser werden? Ja, was hatten wir noch für Probleme? Dann in diesen Picktowern, also war damals noch so, kann man sich vorstellen, die Hallen sind eigentlich nicht darauf ausgelegt, dass diese Regalsysteme da reingebaut werden. Das wurde alles nachträglich gemacht. Und dementsprechend steigt die Hitze im Sommer in diesem Picktower, ist ja ganz oben unter der Decke, wo man jetzt aber dann arbeitet, wo man ursprünglich in der Halle ja nicht gearbeitet hätte, wenn es diesen Picktower nicht gäbe. Und da wurde es so heiß, dass da massenweise die Leute kollabiert sind da oben. Und das hat Jahre gedauert, bis wir die Geschäftsleitung dazu bewegt haben, da eine Klimaanlage einzubauen. Und das ist teilweise auch heute immer noch ein Problem mit der Luft. Dann ein ganz großes Problem waren die Parkplätze und ich sag mal die ganzen Räumlichkeiten, die ja ausgelegt sind für eine bestimmte Anzahl an Menschen. Man muss dazu sagen, Amazon selber stellt keine Parkplätze bereit, sondern das zahlt alles, also wird alles von der Gemeinde bereitgestellt. Und für die Saisonzeiten, wo wir teilweise doppelt so viele Leute hatten, reichen die Parkplätze natürlich nicht aus. Und auch alle anderen Einrichtungen haben platzmäßig nicht ausgereicht, also die Kantine nicht. Man stand eine halbe Stunde in der Kantine an, obwohl wir ja nur eine halbe Stunde Pause haben. Beim Rein- und Rausgehen stand man an, was hauptsächlich beim Rausgehen, also beim Reingehen war es das für uns jetzt nicht so schlimm. Aber beim Rausgehen ist das schon doof, weil man hat halt, das hat ungefähr eine Stunde oder teilweise zwei Stunden länger gedauert, bis man überhaupt von dem Gelände runter war. Genau, also das war ein großes Problem, wurde mittlerweile auch gelöst, dazu sage ich aber später nochmal was. Ja, und dann eben, also was ich festgestellt habe, dass viele Menschen da sich überhaupt nicht bewusst waren, in welcher Lage wir da überhaupt sind. Also es gab zwar einen Betriebsrat, der hat damals aber, war eigentlich mehr oder weniger noch ein Abnickorgan, weil es eben auch schwierig ist, mit der Rhetorik dieser Geschäftsleitung umzugehen. Also es ist eine sehr freundliche Rhetorik, aber eben auch sehr unverbindlich und die lassen im Grunde alles ins Leere laufen. Und ja, viele Leute wussten einfach nicht, also die wussten gar nicht, dass wir überhaupt einen Betriebsrat haben oder wussten nicht, wo das Büro ist. Und wenn sie es wussten, dann haben sie sich nicht getraut hinzugehen mit ihren Problemen. Und überhaupt wurde über Probleme da eigentlich nicht groß geredet. Die Menschen kannten ihre Rechte nicht. Und somit konnten die Abteilungsleiter denen sonst was erzählen. Also da wurde dann einfach gesagt, du musst heute spontan zwei Stunden länger machen und bist auch dazu verpflichtet. Der Betriebsrat hat davon auch nichts mitbekommen und selbst wenn, die wussten damals noch gar nicht, wie man damit umgehen soll. Ja, also einmal Angst um den Arbeitsplatz und überhaupt Angst, ich sag mal Widerstand zu leisten oder Angst, Widerwort zu geben, weil man ja auch befristet ist. Und dann Unkenntnis über die Rechte. Das waren zwei sehr große Probleme. Ja, und dann, was wir eben noch hatten, war die eine Intransparenz. Also die Geschäftsleitung gibt sehr wenig Informationen raus. Also bis heute wurde kein Wirtschaftsbericht oder irgendwas vorgelegt. Der Betriebsrat kommt nur sehr schwer an Informationen, weil man benutzt das Konstrukt im europäischen Konzern, also die Konzernzentrale sitzt in Luxemburg und als Betriebsrat haben wir da eigentlich keinerlei Rechte auf Informationen und man wird halt immer nur verwiesen, diese Informationen haben wir nicht, wir bekommen das selber immer nur kurzfristig, also zum Beispiel Personalplanung, da sagt man, das bekommen wir selber erst drei Wochen vorher. Ja, genau, und eben in ihren Aussagen war die Geschäftsleitung immer sehr unverbindlich uns gegenüber.
Also wenn zum Beispiel Probleme wie die Hitze im Peak Tower angesprochen wurden oder andere Probleme, dann hat man immer gesagt, ja, ich nehme das Problem mit ins nächste Meeting und dann komme ich auf dich zurück, was eben nie passiert ist. Oder man hat gesagt, das können wir hier vor Ort nicht klären, das ist ein deutschlandweites Problem, das wird auf höherer Ebene geklärt und es wurde aber nie geklärt. Ja, also das war so die Lage, die ich da vorgefunden habe. Und dann, gut, also es war, ich sag mal, die Leute waren schon mehr oder weniger sauer, also die Stimmung war sehr geladen, was sich auf Betriebsversammlungen auch geäußert hat, wo die Leute nach Lohnerhöhungen geschrien haben, was aber völlig ignoriert wurde. Und dann kam von Verdi ein Organizing-Projekt in 2011. Und da muss man dazu sagen, also die Menschen im Betrieb, wenn die nicht wissen, ob es einen Betriebsrat gibt oder nicht, dann wissen die natürlich auch nicht, was Gewerkschaft ist. So muss man dazu sagen, und diese Gewerkschaftsorganizer waren der Mehrheit im Betrieb eigentlich erstmal suspekt. Also die haben da relativ schlecht Anschluss gefunden. Und dann haben die aber mit einem ganz anderen Ansatz angefangen. Die haben sich auf der Betriebsversammlung hingestellt und haben gesagt, wir kennen eure Probleme nicht und haben auch keine Lösungen entsprechend, aber wir können euch einen Raum bieten und eine Zeit und da könnt ihr über eure Probleme untereinander sprechen und könnt sehen, ob ihr Lösungen findet oder nicht. Das stellen wir euch zumindest bereit. Das wurde dann auch wahrgenommen. Wir haben uns dann mit einer Gruppe von anfangs 15 Leuten getroffen. Daraus wurden regelmäßige Treffen. Und haben dann haben überhaupt erst mal gemerkt, also das ist ja vielen nicht bewusst, dass wir alle dasselbe Problem haben. Ja, das ist in dieser Lage, ist das einem gar nicht so wirklich bewusst, dass das kollektive Probleme sind und nicht Einzelprobleme. Dann haben wir eben angefangen, uns zu organisieren und das ging dann ganz schnell, haben festgestellt, wir haben alle dieselben Probleme, haben auch relativ schnell Lösungswege gefunden. Also für viele Sachen wäre halt einfach ein Tarifvertrag, weil es eben verbindlich ist, weil es regelmäßige Lohnerhöhungen gibt und so weiter und so fort, also weil auch laut Tarif Befristungen begrenzt sind. War das unsere naheliegendste Lösung. Es gab eben aber auch noch andere. Also wir sind dann mit den ganzen Problemen in die betriebliche Öffentlichkeit gegangen. Und da hat eben eine große Anzahl an Kolleginnen und Kollegen festgestellt, ach ja, diese Probleme gibt es, das sehe ich genauso, und hat sich uns eben angeschlossen. Und dann sind wir ungefähr, also anfangs hatten wir eine Mitgliederzahl von 70, sind wir in relativ kurzer Zeit auf über 1000 Mitglieder angewachsen. Das war ziemlich chaotisch. Einmal konnte auch die Gewerkschaft sehr schwer damit umgehen. Jetzt kamen plötzlich Mitglieder und wollten da auch Problemlösungen haben. Diese Mitglieder, die wollten, also waren alles Neulinge. Anfangs wusste keiner, was macht die Gewerkschaft, aber die wollten jetzt, dass die Probleme gelöst werden. Und haben dementsprechend auch uns dann, also wir haben dann irgendwann Vertrauensleute gewählt und eine Tarifkommission, und haben uns dann als, als ehrenamtliche Vertreter auch darauf hingedrängt, dass jetzt was passieren muss. Ja, und dann haben wir eben die Tarifkommission gegründet, unsere Forderungen aufgestellt, haben die Geschäftsleitung um Verhandlungen gebeten, also die wollten das natürlich absolut nicht. Und die logische Konsequenz war dann daraus, dass wir in den Streik gegangen sind, wie wir es ja bis heute schon noch sind, mittlerweile seit 2 Jahren. Ja, und ich kann mal vielleicht ein paar Ergebnisse von den Streiks sagen, also oder was für Auswirkungen das hatte. Mittlerweile hat die Geschäftsleitung Lohnerhöhungen wieder entdeckt. Also wir kriegen wieder regelmäßig Lohnerhöhungen. Wir hatten auch, es waren auch relativ gute Lohnerhöhungen. Wir sind zwar immer noch nicht auf dem Niveau, wo wir hinwollen, aber man bewegt sich darauf zu. Mittlerweile wird ein Weihnachtsgeld gezahlt. Dazu kann ich auch noch mal was sagen. Also Amazon hat früher immer solche Mitarbeiterforen angeboten oder Arbeitsgruppen, wo man Forderungen oder nicht Forderungen, also wo man Vorschläge machen konnte, was Amazon denn verbessern könnte. Und da war ich in so einer Gruppe und habe unter anderem Weihnachtsgeld vorgeschlagen. Also da haben die mich damals ausgelacht und haben gesagt, das sind Amis, das kennen die nicht, das machen die niemals. Dann hat man ein paar Monate gestreikt und auf einmal hieß es, wisst ihr was, wir zahlen euch ein Weihnachtsgeld. Findet man doch ganz schön. Ja, und überhaupt, seitdem wir streiken, ist alles ganz toll geworden. Nein, alles leider noch nicht, aber es hängen überall Plakate, wie toll es ist. Wir kriegen mittlerweile kostenlosen Kaffee. Es wurden viele kleine Verbesserungen, also wie gesagt, eine Klimaanlage wurde eingebaut. Es gab, muss man noch dazu sagen, massenweise Entfristungen. Das war aber hauptsächlich, weil wir das auch in der Öffentlichkeit thematisiert hatten und kritisiert hatten.
und mittlerweile haben wir keine Befristeten mehr. Also höchstens nur noch zu Saisonzeiten. Also das ist ein sehr großer Erfolg. Ja, und was man eben noch sagen muss, also das ist für mich so persönlich der größte Gewinn, das Selbstbewusstsein der Mitarbeiter oder der Kolleginnen und Kollegen ist extrem angestiegen. Also es gibt Beschwerden, sind mittlerweile an der Tagesordnung. Also schriftliche Beschwerden nach Betriebsverfassungsgesetz. Also man weiß jetzt auch, was das Betriebsverfassungsgesetz ist. Und unser Betriebsrat ist mittlerweile in 4 Einigungsstellen, also ist da auch ganz stark in die Auseinandersetzung gegangen. Also das sind schon Riesenfortschritte, nur eben Tarifvertrag oder Verhandlungen konnten wir noch nicht erwirken. Wir gehen davon aus, das ist eine längerfristige Geschichte, ja, weil wir eben auch noch nicht mit der Mehrheit streiken. Genau, und da komme ich auch gleich zu den Schwierigkeiten und Herausforderungen, die wir haben. Also wir streiken eben nicht in der Mehrheit, wir haben sogar einige Leute im Betrieb, die offen gegen uns oder gegen Gewerkschaft auftreten. Das muss man so akzeptieren, ist deren Meinung. Nur, ja, woran liegt das? Also zum einen haben sehr viele Kolleginnen und Kollegen, auch die in Verdi organisiert sind und nicht mitstreiken, das gibt es auch, die haben eben Angst vor Arbeitslosigkeit. Ja, also es ist die drohende Prekarisierung, sage ich mal. Zum einen kommt die Mehrheit der dort Beschäftigten entweder aus viel schlimmeren Arbeitsverhältnissen. Also ich selber auch, ich habe für 6,50 Euro die Stunde als Leiharbeiter irgendwo irgendwelche richtig schlimmen, harten Arbeiten machen müssen. Und die Erfahrung hat eben die Mehrheit der dort Arbeitenden auch gemacht. Oder eben sie kommen aus Arbeitslosigkeit, was im Grunde noch schlimmer ist. Also als Arbeitsloser ist man ja sozusagen der Assi der Nation, sage ich jetzt mal so. Das wird ja so in den Medien immer so dargestellt. Und deswegen möchte im Grunde auch keiner arbeitslos sein, jetzt mal abgesehen von den finanziellen Einbußen. Ja, dann haben wir immer noch, also auch selbst bis heute immer noch mit einem relativ geringen Wissensstand über Gewerkschaft und über Tarifvertrag zu kämpfen, was zum einen daran liegt, dass eine sehr hohe Fluktuation unter den Beschäftigten war, mittlerweile nicht mehr und wir müssen eigentlich immer wieder bei Null anfangen. Dann, was ganz stark ist, ist eine Zersplitterung der Belegschaft, also jetzt nicht nur in Anti-Gewerkschaft und nicht, also das ist gar nicht so das große Problem, sondern wir arbeiten in 2 Schichten. Bei uns in Bad Hersfeld haben wir 2 Standorten in etlichen, ich weiß gar nicht, wie viele Abteilungen, also wie viele Unterabteilungen es gibt, in etlichen Unterabteilungen und das macht es eben schwierig, die Leute zu organisieren oder auch Solidarität zu erzeugen, sage ich mal. Weil dann gibt's, es gibt auch noch intern ein wenig bessere Jobs, wo jeder natürlich auch die Hoffnung drauf hat, darauf besetzt zu werden. Genau, und das macht es eben extrem schwierig. Und dann haben wir sowieso noch unterschiedliche Lohngruppen, das kommt auch noch dazu. Ja, und das ja, ist ein Riesenchaos. Genau. Und noch eine weitere Herausforderung, also es droht ja immer, es hängt zusammen mit der Angst vor Arbeitslosigkeit. Amazon heißt ja, geht nach Polen, die haben da 3 große Werke aufgemacht. Das eine Werk ist 6-mal so groß wie unseres in Bad Hersfeld. Ist aber nicht voll ausgelastet, das kriegen die gar nicht hin. Und in Tschechien wurde auch ein Werk eröffnet und wird auch noch ein zweites eröffnet. Und das ist natürlich ein großes Thema bei uns. Und da stehen wir vor der Herausforderung, oder da ist auch Verdi jetzt gerade in den Anfängen. Ich finde es zwar komisch, dass das erst jetzt passiert, aber dass man eine internationale Zusammenarbeit der Gewerkschaften auf die Beine stellt. Es steckt allerdings alles noch in Kinderschuhen und wir versuchen da auch an der Basis uns zu vernetzen. Also wir haben Kontakte nach Frankreich, waren auch dort beim Streik und nach Polen, wo jetzt von uns auch Kollegen waren und versuchen so eben uns, ja, also dieses Problem anzugehen. Das wird allerdings auch noch längerfristiger. Ja, das war es eigentlich von mir schon. Also ich hoffe, es gibt... Ja, ganz herzlichen Dank. Genau, die Diskussion ist eröffnet. Oh, jetzt habe ich gleich hier, vielleicht machen wir mal kurz eine Liste. 1, 2, 3, 4. Da hinten, ganz hinten. Es tut mir leid, aber Sie waren schon vor 2 Vorträgen, glaube ich, schon mal. Vielleicht sogar schon gestern, ich weiß. Genau. Dankeschön. Ja, erstmal finde ich das sehr ermutigend zu hören, dass das über einige Jahre möglich war, aus einer Masse von
Leuten, die überhaupt nicht organisiert waren, auch gar nicht wussten, was das ist, wie das geht und so, dann inzwischen doch so eine Vertretung da zustande gekommen ist, die also etliches erreicht hat und noch weiterkämpft. Finde ich toll, also für uns das hier zu hören. Meine Frage wäre, ob bei Amazon auch mit Zeitarbeit gearbeitet wird. Sie haben angesprochen, dass es so Saisongeschäft gibt, wo also zugeworben wird und dann Leute wieder frei rausgeschmissen werden. Gibt es wie in der Industrie so eine Staffelung von Stammarbeitnehmern, Zeitarbeit und unter Umständen auch sowas wie Werkverträge? Ja. Ja, vielleicht antworten Sie gleich, weil das dauert, glaube ich, ein bisschen. Ja, also Zeitarbeit haben wir zurzeit nicht mehr. Wir hatten ja, ich weiß nicht, ob das jemand von euch mitbekommen hat, es gab vor ein oder zwei oder waren es drei Jahre, gab es mal einen größeren Skandal bei uns. Da ging es um die Behandlung und Unterbringung der Leiharbeitnehmerin oder der Wanderarbeiter. Wir hatten damals so einen riesen Bedarf an Arbeitskräften, dass wir das aus Deutschland gar nicht abdecken konnten. Und da hat die Geschäftsleitung Leute aus Spanien eingeflogen und hat die und aus Polen und hat die in irgendwelchen Ferienlagern untergebracht, also alles sehr dubios. Und da gab es einen Riesenskandal und seitdem verzichtet Amazon zumindest bei uns am Standort auf Leiharbeit. Ich kann es im Einzelnen nicht für jeden Standort sagen. Allerdings hat die Geschäftsleitung oder fragt aktuell auch an oder gibt Hinweise, dass das demnächst doch wieder kommen soll. Und als Betriebsrat sagen wir da aber dann nur mit Betriebsvereinbarung und Equal Pay und allem drum und dran. Weil im Momentan hätten wir ja immer noch die Möglichkeit, halt über die Öffentlichkeit auch Druck zu machen. Also sie müssten keine BV dazu machen, keine Betriebsvereinbarung. Aber momentan ist das kein Problem. Aber diese Staffelung gibt es immer noch zwischen Befristeten und Unbefristeten. Und auch, ich sag mal, eine interne Staffelung. Also es gibt sogenannte Problembearbeiter. Also es gibt mehrere Stufen an, ich sag mal, an Jobs, die man da machen kann. An bequemeren Jobs und an schlechteren Jobs. Und da gibt es schon eine Staffelung, ja. Genau, Sie. Ja, mein Name ist Ursula Wittmann. Herr Krehling, ich möchte Ihnen erstmal ein Kompliment machen. Ich komme jetzt aus einer ganz anderen Generation. Bei uns war es nie ein Problem, einen vernünftigen Arbeitsvertrag zu bekommen. Wir hatten eigentlich nie die Probleme, die Sie so schildern. Also das berührt mich ganz dolle. Und ich möchte Ihnen nur danken, dass Sie durchgehalten haben. Dankeschön. Hier vorne, glaube ich, ne? Hier vorne? Dritten Reihe, vierten Reihe. Ja, mein Name ist Thomas Schömann. Ich möchte aus der Perspektive der Praxis, meiner praktischen Erfahrung, nochmal an Frau Sander und Frau Manske eine Frage stellen im Hinblick auf ihre theoretischen Erfahrungen. Und möchte zunächst mal auch dankend an den Beitrag von Herrn Krehling anknüpfen, nämlich das kann ich gleich aufgreifen, also zu meiner praktischen Perspektive. Ich versuche ehrenamtlich gewerkschaftliche Bildungsangebote an die Hochschulen in Rheinland-Pfalz zu bringen und das vor dem Hintergrund, dass wir in den Gewerkschaften eine Diskussion haben, dass es zunehmend Menschen gibt, die akademisch ausgebildet werden und wir als Gewerkschaften da merken, da müssen wir neue Angebote finden, auch diese Menschen damit bekannt zu machen. Und das hat dazu geführt, dass ich auch versuche, dann für Rheinland-Pfalz neue Konzepte zu entwickeln, Angebote zu stellen. Unter anderem habe ich gemerkt auch, dass es eben oft daran mangelt, in einem langen Weg durch die Bildungsinstitutionen haben viele Studierende kaum einen Raum für Kollektiverfahrungen, also die Erfahrung von Möglichkeiten, wo könnte ich ein Kollektivbewusstsein haben. Das ist in meinem speziellen Zuschnitt natürlich die Frage nach einer Arbeitnehmerorientierung, könnte die bei den zukünftigen Absolventen irgendwie ausgeprägt sein oder das für sie auch vorliegen. Und da wäre jetzt meine Frage, weil die Angebote, die ich dann mache, Workshops, Absolventen, Stammtische, Treffen zu organisieren, und ich mache dann die Erfahrung, es gibt einen Teil der Absolventen,
die dann in zunehmendem Partizipation bei diesen Angeboten die Erfahrung machen, dass sie, wenn sie anfangen, sich zu öffnen und darüber zu sprechen, was sind ihre Ängste und was sind ihre Sorgen, sie dann durchaus sehen, es gibt eine Möglichkeit, auch Ressourcen zu schaffen, indem ich mich binde dann und erkenne, es gibt ein gemeinsames Problem, Bewusstsein, wie das Herr Krehling auch geschildert hat, und dass darüber die Bereitschaft entsteht, sich dann auch an Kollektivinteressen organisierende Institutionen, in dem Fall die Gewerkschaften, zu binden. Und was ich immer wieder merke, und das wäre meine Frage an Frau Sander und Frau Manske aus ihren speziellen Berufsbereichen, die Sie erforscht haben. Ich merke, am Anfang ist die Hürde sehr hoch und es ist für junge Menschen sehr ungewöhnlich zu reflektieren. Gibt es vielleicht strukturelle Bedingungen, die für mich, die ich nicht in einer Perspektive der eigenverantwortlichen Selbstbewältigung unbedingt dann für mich vorwegnehme, dass ich die steuern und bewältigen kann, also dass es den jungen Menschen zunächst einmal, ist meine Erfahrung aus der praktischen Arbeit, schwerfällt anzunehmen, ja, es gibt, das ist nicht das Eingestehen von einer Schwäche, wenn ich sage, ja, es gibt die Notwendigkeit, kollektive Interessen zu organisieren und ich möchte daran partizipieren. Und ist es eine Erfahrung, dass es schwerfällt, sich dort zu organisieren und das nicht als, als Anfangspunkt von einem Fehler oder einem Schwäche, der bei mir liegt, zu sehen? Ja. Das wäre meine Frage. Wunderbar. Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist die Frage, ist es zu Beginn einer Berufskarriere schwierig, das Problem nicht als individuelles, sondern als kollektives zu betrachten und welches sind kollektive Strukturen? Naja, wir hatten das ja vorhin, dass meines Erachtens in diesen, und Claudia Gater hat ja eben auch nochmal darauf hingewiesen, in diesen Berufsfeldern, in diesen kreativen Berufsfeldern oder allgemeinen Berufsfeldern, die so sehr geprägt sind von einer hohen Rate von Solo-Selbstständigen, ja, wie wir ja auch sagen, dass da der Ansprechpartner fehlt, dass da sozusagen kollektive Strukturen fehlen, dass in Designagenturen gibt es so gut wie gar keine Betriebsräte, was auch mit einer vorhin schon erwähnten sozusagen Skepsis gegenüber dem industriegesellschaftlichen Gewerkschaftsgeist zu tun hat, also aber auch damit zu tun hat, dass in diesen Branchen Design, Werbung könnte man da auch nochmal als besonderes Beispiel heranziehen, dass dort Betriebsräte sowas wie auch feindes Land betrachtet sind. Das sind Feindbilder. Ich habe gerade kürzlich ein Interview geführt mit einer jetzt freiberuflich arbeitenden Designerin aus Hamburg, die in einer sehr renommierten Agentur erstmal, und zwar auch weltweit agierenden Werbeagentur, angefangen hat als Trainee und dann erstmal befristet übernommen wurde und dann aber anders als Sie, Herr Krehling, ihre Befristung nicht entfliehen konnte, sondern dann Opfer ihrer Befristung geworden ist. Und sie hat gesagt, es gibt keinen Betriebsrat in dieser Agentur, da herrscht ein Klima der Angst. Und insofern fehlt es natürlich an Strukturen, aber nicht nur an Strukturen, sondern es fehlt auch ein bisschen an einem Geist. Und der muss aber natürlich gerade in diesen sozusagen dienstleistungsorientierten, sehr auf Autonomie setzenden und auch kulturell wirklich anders gepolten Bereichen, der muss neu unterfüttert werden, weil diese klassische Arbeiter- oder Arbeitnehmerorientierung und Vertretung, die verfängt dann nur noch bedingt. Also da müssen sich, glaube ich, alle Seiten bewegen. Und dann haben wir ja noch, das habe ich vorhin angesprochen, das, was ich Hybridisierung von Interessenorganisationen nenne. Also viele Verbände, viele Organisationen, die eben nicht einen eindeutig arbeitspolitischen Charakter, sondern eher einen wirtschaftlich vernetzenden Charakter haben. Also zum Beispiel gibt es Personalvermittlungsagenturen, die wirklich in so einer, so ein Zwitter sind zwischen
Zeitarbeitsagentur und Interessenvertretung. Ja? Also die Leute, die sie vermitteln wollen, schon erstmal briefen, wie sie irgendwie zu ihren Gunsten verhandeln können, möglichst viel Gehalt rausschlagen, gute Arbeitsbedingungen rausschlagen, die aber dennoch extrem befristete Arbeitsverhältnisse vermitteln und nicht als wirklicher Interessenvertreter gegenüber den potenziellen Arbeitgebern auftreten, sondern eher als so eine Art Coach. Also da ist sehr viel Bewegung drin. Also ich kann, glaube ich, auch noch mal was dazu sagen, direkt bei uns aus der Praxis an unserer Universität. Dort ist es so, dass die Kollektivität, glaube ich, erst entsteht, wenn so die erste Qualifikationsphase vorbei ist. Man hat wenig, bei uns gab es auch natürlich Informationsveranstaltungen zum Templiner Manifest und auch Unterschriftenlisten. Und die Personen, die noch in der Promotionsphase sind, haben das ganz unglaublich wenig unterschrieben, weil es immer hieß, mein Chef findet es nicht so gut. Das ist ein unglaublich großes Abhängigkeitspotenzial, was man in der Phase nicht unterschätzen darf von Doktormutter oder Doktorvater. Und da wird sehr viel so agiert, wie es das Institut gerne hätte. Die Kollektivität ist erst so bei den Postdocs zu verspüren, weil man sich schon so ein bisschen emanzipiert hat im Wissenschaftsbereich. Und da ist es tatsächlich doch stark fachabhängig, stark institutsabhängig. Also ich arbeite viel zusammen mit der Fakultät Wirtschaft, bin selber integriert in der Fakultät Kulturwissenschaften. In der Wirtschaft ist es eher weniger so, weil dort einfach weniger das Eingeständnis da ist, dass man vielleicht problematische Arbeitsverhältnisse hat. Oder es ist wieder dieser Punkt, den ich ja vorhin einmal kurz angesprochen hatte, das gehört dazu, das ist das spezifische Karriereverständnis, da muss man durch. Vertreter der Fakultät Kultur haben echt öfter mal so diese Wahrnehmung, auch, das ist gar nicht so schlimm, in der Wirtschaft draußen, beziehungsweise auf dem freien Markt wäre das viel, viel schlimmer mit den Arbeitsverhältnissen. Also da muss man, glaube ich, auch nochmal differenzieren nach Status, wo ist derjenige jetzt und nach Fachgebiet. Ich habe jetzt 7 Fragen hier, oder 6. Ich würde einfach mal 3 oder 2 zusammennehmen. Und zwar hier vorne war noch eine Frage. Sie? Hier vorne? Oh, da noch, auch noch. Oh, dann habe ich, glaube ich, doch 7. Ja. Genau. Sie, hier. Ja, vielleicht auch anknüpfend an diese Frage nach diesem kollektiven Bewusstsein. Sie haben ja angesprochen, dass so diese Kenntnis überhaupt über so eine Vertretungsmöglichkeit der Interessen gefehlt hat, was ich auch irgendwie immer wieder schockierend finde und was ja auch irgendwie im akademischen Bereich ja vorhanden ist. Also auch so insgesamt sind ja so Mitgliedschaften in Gewerkschaften auch total rückläufig. Und meine Frage ist so ein bisschen an Sie alle, ist es ein strukturelles Problem, wenn man das in ganz verschiedenen Bereichen sieht und also gibt es da irgendwelche Lösungsansätze? Ich hatte jetzt irgendwie so spontan so diese Assoziation mit irgendwie der, ja, mit dem Bildungswesen, dass da, also ich mir auch gerade irgendwie nochmal Gedanken dazu gemacht habe, wie wenig eigentlich in der Schule oder in Bildungseinrichtungen, in öffentlichen über Gewerkschaften gesprochen wird. Also ist das darüber vielleicht ein bisschen zu bekämpfen? Ich würde direkt die Frage da 2 Reihen dahinter. Guten Tag, Dr. Hoffmann, mein Name. Herr Kräling, ich würde gerne an Sie eine Frage stellen. Also sie passt zwar nur indirekt in das Thema, aber ich würde gerne die Chance nutzen. Als ich dann vor einigen Jahren die Berichte über die Unterbringung dieser Leiharbeiter bei Amazon gesehen hatte, dachte ich mir, also so kann es nicht weitergehen. Und obwohl ich eigentlich wirklich gerne immer Amazon-Kunde war, habe ich dann aufgehört, bei Amazon zu kaufen, weil ich mir dachte, also das kann ich nicht unterstützen, wenn es auch andere gibt, auf die ich ausweichen kann. Inwiefern kann ich das dann vielleicht inzwischen revidieren, wenn sich das so geändert hat? Also ganz grob gefragt, kann ich wieder mit gutem Gewissen bei Amazon kaufen? Ich glaube, ganz hinten noch. Ganz hinten im Eck. Ja, also mir scheint es irgendwie so, als würde irgendwie die eigentliche Problematik des Ganzen irgendwie die ganze Zeit ausgespart werden. Gerade auch bei Frau Manske und Frau Sander scheint mir das so. Also es werden keine Gründe angegeben, wie so eine Prekarisierungsentwicklung gerade zustande gekommen ist in den letzten Jahren. Bei Herr Kräling haben wir ein konkretes Beispiel oder einen konkreten Vorfall, wo eben so ein kollektives Bewusstsein zustande gekommen ist. Es wird aber irgendwie nicht wirklich darüber gesprochen, was denn wirklich die strukturellen Bedingtheiten sind, die dem Ganzen eben zugrunde liegen. Und es wird eben keine kapitalismuskritische Perspektive hier reingebracht, was ich irgendwie merkwürdig finde, dass da die ganze Zeit eben darüber gesprochen wird, aber keine Frage nach den Gründen irgendwie
gestellt wird. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass man das schon voraussetzt, sozusagen so eine Natur der Dinge irgendwie voraussetzt und nur irgendwie darüber, in so einer anderen Sphäre darüber spricht, aber ich glaube, das ist ja das eigentliche Problem dabei. Und das wollte ich nur noch mal an alle stellen, weil das sind ja Fälle, die alle zusammen irgendwie in einer Gesamtentwicklung stattfinden, wie man da irgendwie Zusammenhänge selbst erkennt oder was da irgendwie die eigene Perspektive ist. Gerade wenn man auch die Frage stellt, wie denn Kollektivbewusstsein zustande kommt, hängt es ja dann auch selbst wieder damit zusammen, inwiefern das strukturell problematisch ist, dass es nicht so ohne weiteres klappt in so einer, ja, in private einzelne Individuen zerfallende kapitalistische Gesellschaft. So. Vielen Dank, ich kann meine Frage jetzt damit streichen. Ich glaube, ich würde jetzt erstmal die drei. Ja. Wer war wo? Nee, ich würde erstmal. Ah, okay. Dann danach nochmal vier Fragen. Ja, es ist ja immer auch die Frage, was ist Kapitalismuskritik? Ne? Also ist es nur dann Kapitalismuskritik, wenn wir über sozusagen die strukturelle Determinierung und sozusagen Einebnung von Handlungsoptionen sprechen? Oder kann man es auch als eine bestimmte Form von Kapitalismuskritik verstehen, wenn man mal hinguckt, wie bewegen sich eigentlich die Subjekte in prekären Verhältnissen? Und das wäre jetzt tatsächlich eher meine Perspektive. Ich habe vorhin diese Opfer-Komplizen-Unternehmer-These vorgestellt und denke, dass, wie ich vorhin gesagt habe, man an alle drei Diskussionsstränge anknüpfen kann. Und unter diesen Bedingungen, unter denen insbesondere Designerinnen agieren, ist es eben tatsächlich die Frage, wie positionieren die sich, wie kommen die damit zurecht? Und Kapitalismuskritik ist, wenn man das jetzt so formulieren möchte, denke ich auch die Feststellung, solo-selbstständige Erwerbsverläufe werden zum Normallebensverlauf und damit wird gewissermaßen eine Prekarisierung von Arbeit und eine Prekarisierung von Leben in bestimmten sehr expandierenden Feldern zur Normalität und damit wird aber auch sozusagen soziale Ungleichheit, soziale Unsicherheit zur Normalität und es reproduzieren sich vor dem Hintergrund neu herausgebildeter empirischer Konstellationen und Interessenlagen alte Unsicherheiten. Ich denke aber, es ist genauso wichtig zu unterstreichen, dass sozusagen die Subjekte und die sozialen Gruppen nicht nur Getriebene sind, nicht nur strukturell Unterjochte sind, sondern dass in diesen gewandelten Modi von Lebensführung und in diesen bestimmten Formen von Ansprüchen an Leben und an Lebensführung auch eine bestimmte Form tatsächlich von Freiheitszugewinn da ist und mehr Autonomie da ist. Also mit anderen Worten, ich finde es sehr, sehr wichtig, auf die Ambivalenzen und auf die Widersprüche hinzuweisen. Und ich denke, dass diese Widersprüche, nämlich wirklich dieses Spannungsfeld zwischen Prekarität einerseits und andererseits in diesem Zusammenhang die Suche nach Zwischenräumen, weil das ist das, was man da beobachten kann in diesen kreativen Feldern, die Suche nach Zwischenräumen, die Suche nach der Realisierung von eigenen Ideen und Interessen, dass das tatsächlich Widersprüche sind, die von den Subjekten nicht aufzulösen sind. Und das, denke ich, muss man dann auch mal ein Stück weit zur Kenntnis nehmen, dass wir uns in einer, zumindest in diesen Feldern, in einer gesellschaftlichen Phase von sich sehr extrem artikulierenden Widersprüchen bewegen, die man aber nicht verdampfen lassen kann, wenn man sagt, wir suchen nach einem Kollektivsubjekt. Also das ist eine wichtige Frage, aber zur Kenntnis zu nehmen ist eben auch das andere, nämlich, dass es ein Stück weit auch Lebenskonzepte sind, die sich nicht mehr unbedingt sozusagen mit Lebenskonzepten, Erwerbsverläufen und Lebensentwürfen der 60er und 70er Jahre über einen Kamm scheren lassen können und dass das gewissermaßen ein sozialer Wandel ist, der stattfindet.
Ja, ich gebe nur ganz kurz, wie das an Hochschulen, wie Prekarisierung dort entsteht, in meinem Fall ja durch die Befristung. Ich hatte das vorhin erwähnt beim Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Als die Einführung kam, gab es mehr Möglichkeiten, Verträge zu befristen. Man macht das einfach das deshalb, weil man gestrichene oder beziehungsweise reduzierte Haushaltsmittel hat. Reduzierte reguläre finanzielle Mittel. Und die Universitäten sind angewiesen, halt Drittmittel einzuwerben, um überhaupt forschungsfähig zu sein. Und dort hat man in der logischen Konsequenz befristete Forschungsprojekte, die halt eben dann nur temporär Personalbedarf haben. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache einmal ganz kurz zum Gewerkschaftsrückgang und zum strukturellen Problem. Ich glaube, das, was nicht vergessen werden darf, jetzt habe ich irgendwie, wo war die Frage nochmal ganz kurz? Hier vorne, genau, okay, alles klar. In der Wissenschaft ist es das Problem, dass die Wissenschaft an sich nicht so eine große Lobby hat und das einfach fast überhaupt gar keiner weiß, der nicht in der Wissenschaft arbeitet. Und in der Wissenschaft selbst habe ich manchmal das Gefühl, so im Kollegenkreis, da besteht manchmal auch einfach gar keine Zeit, um sich dann noch vertiefend einzuarbeiten. Also es meckern natürlich ganz viel, aber es ist einfach zu wenig Zeit für noch Aktion. Ich höre auf. Ja, ich meine, das deckt sich ein bisschen mit der Erfahrung irgendwie der GEW beim Organizing, wo gesagt worden ist, beim Organizing bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern, zum Beispiel an der Universität Frankfurt, dass viele gesagt haben, ich habe Angst, durch politische Organisationen Zeit zu verlieren und das schadet irgendwie der Selbstvermarktung meiner wissenschaftlichen Karriere. Also das war tatsächlich einer der oft genannten Gründe. Das ist auch ein Problem, sozusagen der zunehmenden Individualisierung. Aber Sie wollen. Ich meine, das ist jetzt auch schon fast ein historisches Beispiel und insofern hoffentlich eigentlich nicht mehr aktuell, aber aus meiner Erfahrung als wissenschaftlicher Mitarbeiterin an der TU Berlin, und das war zwischen 2000 und 2008, war es auch so, dass wir als soziale Zielgruppe für die Gewerkschaften auch nicht unbedingt so attraktiv waren, gerade weil wir wenig Zeit hatten, gerade weil wir mit unserer Qualifizierungsphase so enorm beschäftigt waren und weil wir natürlich auch keine sozusagen langfristige Kundschaft für die Gewerkschaften waren. Das war tatsächlich ein Problem. Ich war Mitglied in der Gewerkschaft, habe mich aber mit meinen Interessen nicht so richtig wiedergefunden. Wir hatten in Berlin im Jahr 2004 einen neuen Tarifvertrag. Da sind alle Hochschulen Berlins aus dem sogenannten Arbeitgeberverband damals ausgetreten. Berlin hatte damals nicht nur mit den sozusagen normalen wirtschaftlichen und vereinigungsbedingten Folgeproblemen, sondern auch mit dem damaligen Bankenskandal zu kämpfen, was zur Folge hatte, dass es wirklich historisch einmalige Tarifabsenkungen gab. Und die Gewerkschaften haben tatsächlich Tarifabsenkungen von zwischen 8 und 12% ausgehandelt und die wissenschaftlichen Mitarbeiter als bestverdienende Gruppe dieser Klientel hatte eine 12%ige Lohneinbuße tarifpolitisch abgesichert hinzunehmen. Und das hat natürlich an der Universität damals, und das war berlinweit, die Begeisterung für gewerkschaftliche Vertretung des wissenschaftlichen Personals nicht unbedingt in die Höhe getrieben. So, also ich versuche gleich auf alle drei Fragen. Also einmal war da die Frage, ob die Unkenntnis der Rechte oder die Unwissenheit über die Rechte im Betrieb ein strukturelles Problem ist oder ob es eine Bildungsfrage ist, habe ich mir jetzt so aufgeschrieben. Würde ich bei uns eigentlich weniger sehen. Es ist schon ein strukturelles Problem, es liegt aber weniger an der Bildung als mehr an den Rahmenbedingungen, die vorherrschen. Wenn man gar nicht die Perspektive hat, lange wo beschäftigt zu sein oder wenn man Angst haben muss, dass wenn man überhaupt den Mund aufmacht und seine Rechte wahrnimmt, dass man dann nicht verlängert wird oder dass man dann mit irgendwelchen Konsequenzen zu rechnen hat, dann kümmert man sich da im Grunde auch nicht drum. Und es hängt auch schon, natürlich ist auch eine Frage des Bildungsstandes, weil ich sag mal so, die Individualisierung unserer Gesellschaft hat ja schon ihre Auswirkungen auch gehabt. Dann war die Frage, ja, Kapitalismuskritik, also findet bei uns auf jeden Fall statt, weil wir unsere prekär Beschäftigten oder wir haben eben nicht die Möglichkeit oder wir haben keine Freiheiten, die wir dadurch irgendwie gewinnen könnten oder wir haben auch keine Zwischenräume, wo wir rein können, sondern bei uns ist alles strikt vorgegeben. Also wir kriegen jeden Morgen gesagt, bindet eure Schuhe und guckt beim Gehen nach vorne und haltet euch am Treppengeländer fest, wenn ihr die Treppe runtergeht. Also so viel zu Freiheiten und man bekommt eine Abmahnung. Man bekommt dann eine Abmahnung, wenn man sich nicht am Treppengeländer festhält. Was? Und das sieht ein Vorgesetzter. Ja. Hat vor Gericht keinen Bestand, aber
Naja, zumindest ja, also bei uns findet das ganz stark statt, also es hat in der Diskussion, es gab natürlich viele Diskussionen, viele sagen, woran liegt das denn überhaupt, dass solche Bedingungen überhaupt herrschen, man kommt dann ganz schnell auf die Politik und man kommt dann auch ganz schnell drauf, wovon die Politik abhängig ist oder für wen da Politik gemacht wird. Deswegen orientieren wir auch ganz stark auf Vernetzung mit sozialen Bewegungen, also wir waren zum Beispiel bei Blockupy, und arbeiten, also versuchen uns auch mit allem, was momentan so streikt, also im Moment, wir sind ja Streiknation geworden, im Moment versuchen wir uns auch an der Basis zu vernetzen, um eben auch auf soziale Streiks oder Generalstreik auch hinzuwirken. Also es ist ja nicht, es herrscht nicht nur bei Amazon dieses Problem, sondern wir stellen fest, dieses Problem herrscht überall in den Bereichen und überall gibt es auch dieselben Interessen. Dann genau die Frage, Boykott, darf ich meinen Boykott aufheben? Das ist die erste Frage in die Richtung, die mir begegnet. Es bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Also ich sage mal so, Wanderarbeiter werden wir demnächst nicht unterbringen. Die wohnen, wenn dann alle zu Hause oder keine Ahnung, wie das gemacht wird. Ich würde mal abwarten, was passiert, ob noch was in der Presse kommt. Aber wir werden ja generell immer gefragt, Boykott ja oder nein. Haben wir bisher immer gesagt, nein, weil eben ziemlich viele Kollegen einfach Angst um ihren Arbeitsplatz haben und keine Bestellungen mehr. Also Amazon kann so ein Lager innerhalb von einer Woche zumachen, wenn die das wirklich wollten oder wenn man es wirklich drauf anlegen würde. Und das, also ich persönlich bin nicht generell dagegen. Ich glaube aber, die Wirkung ist begrenzt. Und ja, wie es bei uns nach innen wirkt, ist auch schwierig. Also wie es auf die Kollegen wirkt, wenn man zu einem Boykott aufruft oder das boykottiert. Aber im Endeffekt bleibt das jedem selber überlassen. Also es gibt genug schöne Alternativen. Man kann aber auch bei Amazon bestellen. Also, wir haben jetzt 5 Fragen noch und wir sind schon 6 Minuten über der Zeit. Ich würde Sie bitten, sich sehr kurz zu halten. Und vielleicht. Genau, also einmal hier vorne, Mechthild. Du musst zurück. Habe ich gestern schon. Ich bin schwer beeindruckt über die Mobilisierungsfähigkeit und wollte fragen, was Sie eben schon angesprochen haben. Was sind Ihre Unterstützungsnetzwerke? Und gibt es auch Unterstützung vom Ort, also Bad Hersfeld und von den umliegenden Gemeinden? Und eigentlich ist mir immer noch nicht so ganz klar, ach so, und das ist ja der erste Beitrag, den wir im Rahmen unserer Veranstaltung haben, der nicht nur eine Diagnose über prekäre Beschäftigung liefert, sondern eben auch die Mobilisierungsfähigkeit und das mit einem erfolgreichen Beitrag, also wunderbar. Aber ich habe trotzdem immer noch die Frage, was ist jetzt der Kick für diese erfolgreiche Mobilisierung? Wie ist es Ihnen gelungen und auch den Gewerkschaftern, also Sie haben ja mobilisiert die Kollegen und auch die Gewerkschaft, das ist auch nicht so ohne, ja, Sie haben beide Seiten mobilisiert. Wie ist das gelungen, dass Sie die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust nicht nur mit einer spontanen Reaktion überwunden haben, sondern mit langfristigem Streik? Ich war selber mal Betriebsrätin und weiß ein bisschen, wie das ist. Und das hat mich jetzt richtig frappiert. Also was ist der Funke? Ich würde direkt weitermachen. Und zwar da hinten war eine Frage. Ich glaube, Sie hatten die Frage. Ja. Wer ist da hinten? Da, genau. Nein, da, unter dir. Da. Ja. Da, genau. Schon melden. Ja. Ja gut, jetzt an Herrn Kräling gerichtet. Sie haben das kurz in einem Nebensatz vorhin angesprochen. Amazon hat ja seinen Firmenhauptsitz in Luxemburg. Also es ist Ihnen bewusst, dass das, was Sie jetzt kollektiv erstreiten, sei es auch an finanzieller Sicherheit, dass das in einen Bruchteil der Summe beträgt, die Amazon hier in Europa nicht an Steuern entrichtet. Diese Relation, also das sehen Sie da für sich irgendeine Möglichkeit, mit der Geschäftsführung, also da irgendwelche Forderungen an Einsicht, an Beteiligung, AG-Konzept etc. zu realisieren? Ich will noch weitere Fragen rannehmen. Genau, da eine Reihe dahinter. Hallo, ich sehe das Problem
an einer ganz anderen Stelle, und zwar das mit der Gewerkschaft. Ich glaube, das kann heutzutage nicht mehr richtig funktionieren. Das klassische Beispiel war jetzt Amazon, da funktioniert es. Da haben wir einen Arbeitgeber und Hunderte und Tausende Arbeitnehmer. Was wir aber heutzutage haben in der Gesellschaft, ist diese Freiberuflichkeit, sei es nun in der Lehre, im gesamten Medienbereich, Pressebereich, Leute, die ja solo selbstständig sind oder selbstständig werden mussten, auch im Kunstbereich, Praktikanten, Zeitarbeiter, Arbeitslose oder Leute, die nur 6 Monate oder nicht 12 Monate beschäftigt waren und dann in Hartz IV rutschen, weil sie nicht den Anspruch auf Arbeitslosengeld I haben. All diese Leute haben ja nicht wirklich eine Lobby oder sowas wie eine Gewerkschaft, weil es auch gar nicht die Macht dahinter gibt. Es gibt ja nicht die Kraft der Arbeitermasse. Es könnte höchstens vielleicht sowas wie die Kraft der Branchenmasse geben, aber das müsste man vielleicht irgendwie anders organisieren. Wie könnte man das denn tun? Müsste das über Gesetze laufen? Kann man sowas wie eine Alternative zur Gewerkschaft etablieren? Welche Lösungsansätze könnte es da geben? Weil ich glaube, so wie die klassische Gewerkschaft kann es nicht funktionieren. Ja, da hinten einmal noch. Und ich hatte hier vorne noch eine. Gut, da streiche ich das direkt weg. Okay, danke. An Herrn Kreling, also meiner Erfahrung nach haben Gewerkschaften oft sehr spät reagiert oder unzureichend reagiert auf Veränderungen in Arbeitsverhältnissen. Was wünschen Sie sich zum Beispiel von Verdi? Was müsste anders sein, damit Sie und Leute wie Sie noch erfolgreicher oder leichter mobilisieren können, damit sie noch mehr die Leute motivieren können. Welche Veränderungen sie nicht individuell als Arbeitnehmervertreter machen müssen, sondern wie muss sich der Apparat verändern? Vielen Dank. Ich glaube, das waren jetzt erstmal alle Fragen und die gingen ja vor allem an Christian Kreling. Gut, also erstmal Thema Unterstützernetzwerk. Also wir haben, also dadurch, dass wir ja in der Presse relativ prominent vertreten sind oder waren, gibt es auch ein riesen Netzwerk an Unterstützern. Also es gibt mittlerweile bundesweite Solidaritätskomitees, die sich im Übrigen jetzt nicht nur mit unseren Streiks solidarisieren und auch aktiv die begleiten, sondern auch mit den anderen Streiks, die es überall so gibt momentan. Da waren auch viele, also bei uns sind es hauptsächlich von der Kasseler Uni, in Leipzig sind es auch in der Mehrheit Leute von der Uni, Hochschulgruppen und ja, teilweise ältere oder pensionierte Gewerkschafter, die da auch ihr Betätigungsfeld auch ein Stück weit sehen. Also, und das funktioniert ziemlich gut, ist für uns auch sehr wichtig, weil die uns nochmal eine Perspektive von außen geben und vor allem, weil die sehr dazu beitragen, dass wir uns auch bundesweit vernetzen können. Also die haben ja Kontakte überall hin und die können wir dann eben auch nutzen. Mal ganz abgesehen von den vielen Erfahrungen, die auch teilweise mitbringen, also gerade die älteren Kolleginnen und Kollegen, die sich da noch engagieren, haben ja auch Arbeitskämpfe in der Vergangenheit mit begleitet oder mitbekommen. Das ist für uns auf jeden Fall sehr hilfreich und das bauen wir auch weiter aus. Oder versuchen wir weiter auszubauen. Das gründen müssen diese Komitees sich natürlich selber. Und dann war die Frage, wie ist es uns gelungen, die Angst um den Arbeitsplatzverlust zu überwinden? Das ist uns nicht gelungen. Die herrscht im Grunde immer noch. Es gibt eben nur einen bestimmten Teil der Belegschaft, also hauptsächlich die streiken, die sagen, also ob ich jetzt arbeitslos bin oder für die paar Kröten da arbeiten gehe, macht auch nicht so den großen Unterschied. Also ich habe keine Angst davor oder es steht halt ein großes Lager da und irgendwas kommt da schon hin. Also wir sind das nicht irgendwie systematisch angegangen, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt gegen die Angst vorgehen, das kann man gar nicht. Wir versuchen halt viel mit sachlichen Argumenten zu arbeiten, die Wachstumszahlen zu zeigen und einfach zu zeigen, dass es aus unternehmerischer Sicht Unsinn wäre, da das Lager jetzt zuzumachen. Das kommt aber bei der Mehrheit im Grunde nicht an. Also sprich, im Endeffekt kann man gar nicht sagen, dass uns das gelungen ist. Sonst hätten wir ja höchstwahrscheinlich auch die Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen vorm Tor und wären wahrscheinlich schon am Ziel. Und genau dann war die Frage, ob wir irgendwie mit unserer Geschäftsleitung, auch angesichts im Hinblick mit diesen Steuereinsparungen, die haben, also jetzt ja aktuell angeblich nicht mehr, jetzt wollen sie ja angeblich Steuern zahlen, bin ich mal gespannt,
ob wir darüber irgendwie mit der Geschäftsleitung ja zu einer Einigung kommen könnten. Also das könnten wir von unserer Seite aus, aber das ist von Amazon-Seite keine Frage des Geldes. Das hat ja der Dave Clark, der weltweite Logistikchef von Amazon, hat das ja auch in der Zeitung schon mehrfach gesagt. Es ist keine Frage des Geldes, sondern es ist eine Frage, wollen wir uns da von der Gewerkschaft mit reinreden lassen? Das will man eben nicht. Also man hat plötzlich entdeckt, dass Betriebsräte doch eine ganz gute Sache sind, weil eben Betriebsräte auch nicht so viel regeln können wie die Gewerkschaft. Und man möchte jetzt doch lieber nur mit den Betriebsräten zusammenarbeiten, aber eben auch erst seitdem wir streiken. Und ich glaube nicht, dass wir bei unserer Geschäftsleitung irgendwie mit Einsicht arbeiten können. Hier treffen zwei Ideologien aufeinander und ich glaube, wir können das nur über Druck machen. Was war noch? Dass der klassische Gewerkschaftsansatz, genau in jetzt auch in den neueren Bereichen, funktioniert der klassische Gewerkschaftsansatz nicht mehr so. Ja, dazu hätte ich vielleicht noch zu sagen, dass man sowieso, also dass die Menschen eben auch ein bisschen umdenken müssen, weil es funktioniert einfach nicht, oder das wurde viel zu lange so gelebt, dass die Gewerkschaft als Dienstleister wahrgenommen wurde, der dann irgendwie dann Macht da oben, der dann da Tarifverhandlungen macht, sondern das kann nur funktionieren, wenn man selber seine Lage erkennt und selber aktiv wird. Und dann damit sprengen wir dann im Grunde auch diesen klassischen Gewerkschaftsansatz. Ja, und was würde ich am Verdi-Apparat ändern? Also wir haben das Glück, dass wir, da wir eine strukturschwache Region waren, war gewerkschaftlich auch nicht viel los. Also wir haben ein kleines Gewerkschaftsbüro und unsere Gewerkschaftssekretärin ist zuständig für Nord- und Osthessen, für den ganzen Bereich Handel und Großhandel. Und wir sehen die eigentlich relativ selten, was möglicherweise auch, ohne sie jetzt diffamieren zu wollen oder so, aber das ist auch ein Stück weit unser Glück. Weil wir uns dann einfach selber organisieren müssen. Und wir haben mittlerweile selber den Schlüssel zum Büro, wir machen eigentlich alles selber, wir beschließen die Streiks selber und so. Und das müsste, glaube ich, auch in den anderen Betriebsgruppen, in anderen Betrieben passieren, dass die Menschen quasi selber wieder die Gewerkschaft übernehmen. Oder ich weiß nicht, ob das früher so war, aber das ist meiner Meinung nach vonnöten, weil es bringt mir nichts, wenn irgendwer anders für meine Interessen eintritt, das müssen wir selber machen. Und also je mehr Autonomie wir bekommen, also für mich wäre es am besten, wenn die Gewerkschaft sagen würde, du kannst entscheiden oder ihr könnt im Betrieb entscheiden, ob ihr jetzt rausgehen wollt zum Streik oder nicht, dann würden wir auch am effektivsten treffen können. Wunderbar, ich finde, das war ein... Ja, vielen Dank. Ich finde, das war ein wunderbarer Schlussappell und auch ein Auftrag an alle anderen und möchte damit in die Mittagspause überleiten, würde damit auch auf das Fazit verzichten ja, ich glaube, es geht um 14 Uhr weiter und begrüße Sie dann ganz herzlich.